Man munkelt, es habe so eine Geschichte gegeben. Eine Geschichte, die von Generationen zu Generationen weiterverzählt worden ist. Hört mir zu und ich werde euch einweihen in die Legende. In die Legende von Tom König. Tom König. Tom König. Tom König. Es ist zu einer Zeit in Basel passiert, wo die Menschen in Angst gelebt haben. Weil der grosse Basilisk auf der Wettsteinbrücke, eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, ist in einer Samstagnacht, in der viele junge Leute am Rhein gesehen sind und Musik gelost haben, plötzlich zum Leben erwacht und sehr hässig gesehen. Weder das Militär noch die Polizei hat etwas ausrichten können. Die Kreatur war unbesiegbar und hat sofort Feuer gespuckt, wenn jemand probiert hat, in ihre Nähe zu kommen. Es hat geschehen, als wäre die Stadt machtlos der Laune vom Basilisk ausgeliefert gewesen. Weil wenn der Basilisk wieder mal hässig geworden ist, was vor allem an den Wochenenden passiert ist, wenn viele Leute am Rhein gewesen sind und man die verschiedenste Musik aus den vielen Böchsen gehört hat, dann sind von ihm wahllos Häuser in Brand gesetzt worden. Alles hat die Stadt probiert, um den Basilisk zu besänftigen. Aber er ist immer hässiger und hässiger geworden. Man hat gemeint, es sei alles aussichtslos. Wirklich alles? Nein. Weil in den Tiefen vom Kleinbasel, in den Räumen vom berühmt-berüchtigten Metro 4000, ist genau zu dieser Zeit etwas am Passieren gewesen. Im hintersten kleinen Zimmer ist jemand gesehen, der einen Plan hatte. Einen besonderen Plan, um den Basilisk zu besänftigen. Es war der Beatmaker-Meister Tom König gewesen. Und das Mal hat er einen ganz besonderen Beat gebastelt. Er hat angefangen, alles vorzubereiten, um seinen Plan in Tat umzusetzen. An einem gewissen Tag ist es dann so weit gewesen. Tom König hat gerade ein weiteres Sample an einer gewissen Stelle in seinem neuen Beat einsetzen, wo er plötzlich laute Schreie draussen auf der Straße gehört hat. Er hat rausgeschaut und gesehen, dass Rauch über den Dächern emporgestiegen ist. Da hat der Tom König gewusst, jetzt ist der grosse Moment gekommen. Der Basilisk ist wieder da. Aber der Tom König wäre nicht der Tom König gewesen, wenn er sich von dieser Tatsache aus der Ruhe bringen lassen. Er hat zuerst einen tiefen Zug von seiner Hip-Hop-Zigarette genommen. Dann hat er noch schnell einen Break in sein Beat gebastelt. Dann ist er bereit gewesen. Der Tom König ist langsam die Stege aufgeschritten und ist in Richtung vom Metalltor gelaufen. Alles war voll mit Rauch und er konnte schon das tiefe Schnauben vom Basilisk hören. Hinter dem Tor war alles schon vorbereitet. Eine Anlage sowie mehrere Speakers haben schon auf ihren Einsatz gewartet. Tom König hat das grosse Metalltor aufgemacht. Dann ist er vor ihm gestanden und hat dem Basilisk direkt in die Augen geschaut. Tom König hat keine Angst gehabt. Nein, im Gegenteil. Ein leichtes Lächeln ist über seine Lippen gehuscht. Der Tom König ist zu der Anlage gegangen. Dann hat er auf Play gedrückt. Bei den ersten Tönen hat sich der Basilisk sofort umgedreht. Er hat seinen Kopf leicht zur Seite gedreht. Und dann ist es passiert. Der Basilisk hat angefangen zu zucken. Zuerst ganz leicht mit dem einen Flügel, dann mit beiden. Und dann hat er getanzt. Der Basilisk hat aus voller Kraft getanzt. Er hat seine Füße bewegt, mit seinen Flügeln geschwungen und hat seinen Kopf im Takt nicken lassen. Er hat nicht aufgehört zu tanzen, während sich eine riesige Menschenmasse um ihn herum gebildet hat und das Schauspiel mit offenen Mühlen betrachtet hat. Der Basilisk hat sich umgedreht und gesagt: Danke, Tom König. Ich habe die Hoffnung schon fast aufgegeben. Doch jetzt weiss ich, es gibt doch noch gute Beats auf dieser Welt. Dann ist er weggeflogen und ist nie mehr gesehen worden. Die Menschenmasse hat sich gefreut. Alle haben gejubelt. Und die Legende vom Beatmaker Tom König ist nie mehr vergessen worden. Der Beat, den der Basilisk konnte besänftigen, ist zur Hymne von Basel erklärt worden. Aber was ist mit dem Basilisk passiert? Niemand hat das gewusst. Aber alle haben sich gefragt, warum der Tom König seit diesem Tag nie mehr jemandem eine Führung hat klauen musste.
Oder warum er manchmal Brandlöcher in den Kleidern hatte. So manch einer hat noch manchmal versucht, ihn darauf anzusprechen. Aber der Tom Koenig hat dann immer noch einen riesen Grinsen auf seinem Gesicht gehabt, hat einen weiteren Zug von seiner Hip-Hop-Zigarette gelassen, ist dann wieder runtergegangen in den Keller vom Metro 4000 und hat am nächsten Bild herumgeschraubt.